Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Heute geht es nicht um chinesische Smartphones. Na, mehr oder weniger, denn ich habe die neue Corona-App auf meinem chinesischen Smartphone installiert. Und zwar auf dem Meizu 16S, das liegt schon vor mir. Es geht jetzt allerdings hier nicht um die Frage der Kompatibilität. Ich dachte einfach nur, naja, es ist eine App. Ich habe einen Technikkanal-App, Technikkanal-App. Passt irgendwie. Ich habe ja bisher dazu noch gar nichts gesagt zu dem Thema, weil ganz ehrlich, mir geht das selbst so dermaßen auf die Ketten, dass man im Internet nichts anderes mehr findet als irgendwelche Infos über Corona. Sicherlich irgendwo wichtige Infos, aber dann ganz viel Zeugs. Das interessiert mich überhaupt nicht und ist so belanglos wie ein Reissack, der in einer Sushi-Bar umfällt. Und auf den Train wollte ich nicht unbedingt mit aufspringen, ne? Das war mir ein bisschen zu blöd. Aber naja, das ist ja schon ein bisschen spannender. Die heißt, die App, Corona Warn. Da seht ihr es. Corona Warn. So sieht das Icon aus. Wenn man nämlich im Play Store Corona eingibt, da kommt nämlich jede Menge Quatsch. Es war aber eigentlich zu erwarten, weil, wie schon erwähnt, Corona ist ja nun recht populär. Man könnte auch sagen, Corona ist viral gegangen und deshalb sieht sich jetzt natürlich jeder gezwungen, irgendwas mit Corona zu machen. Sei es eine App, sei es halt irgendein Video, obwohl man thematisch irgendwas ganz anderes macht. Hauptsache es ist Corona. Hauptsache irgendein Algorithmus wird getriggert. Deshalb reden wir auch heute drüber. Nein. So, wir wechseln mal in den Play Store und so sieht es dann aus. Sie heißt Corona Warn-App. Und der Publisher ist das Robert-Koch-Institut. Was echt krass ist, ist die Anzahl der Rezessionen. Jetzt 21.000, vorhin waren es 20.000, so vor 20, 30 Minuten. Und so zwei Stunden davor 16.000. Das ist unglaublich, wie die hier upraten. Nochmal eins vorweg, Freunde, bevor wir jetzt hier nochmal weiter auf die App eingehen. Bitte in den Kommentaren. Ihr könnt gerne die Software diskutieren, über was ich die Berechtigungen. Also jetzt nicht, ob es berechtigt war, die App rauszubringen, sondern die technischen Berechtigungen, die App zum Beispiel in Android anfordert. Aber jetzt nicht wieder irgendwelche Windspekulationen oder Diskussionen. Da habe ich keine Lust. Das soll jetzt hier keine politische Sachen werden. Es geht um die App. Ansonsten wird gekickt, bis der Arzt kommt. Erst rechts, wenn es dann losgeht, dass die Leute sich gegenseitig beschimpfen. Das kann ich gar nicht haben. Schön. Zurück zur App. Und deshalb habe ich das jetzt auch gerade mal erwähnt, weil nämlich die App hier erstaunlicherweise Bewertungsdurchschnitt von 4,6 hat. Vorhin war es noch 4,5. Also wirklich ein erstaunlich positiver Bewertungsdurchschnitt. Bevor jemand auf die Idee kommt, ja, das ist ja alles hier gekauft. Erstmal ist es dafür viel zu viel. Und zweitens, Bundesregierungs-App hat 4,0. Und ja, Corona-App hier 4,6. Installiert habe ich sie schon, das wäre dann hier öffnen stehen, Wi-Fi-Installations-Button zur Funktionsübersicht. Das ist die Version 1.0.0. Ist eventuell ein bisschen buggy. Werdet ja sehen, es abstürzt gleich mit Besitzer des Handys. Ja, hier haben wir ein bisschen Text, was dann das Ganze erklärt. Eigentlich können wir das uns einfach durchlesen und ich muss hier gar nichts mehr machen, das macht mir den Job einfacher. Das ist die Corona-Warn-App, mit deren Hilfe Infektionsketten schnell und wirksamer unterbrochen werden können. Sie wird vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Punkt. Gemeinsam Corona bekämpfen. Das ist auch schon mal so eine Sache hier. Der Publisher ist das Robert-Koch-Institut und nicht aluhutträger.org. Ja, aber ich weiß, das würde natürlich jetzt vielen absolut nicht reichen. Aber wenn man sich auch den Funktionsumfang der App hier anschaut, merkt man doch, es geht hier nicht um Tracking oder Überwachung. Es geht tatsächlich hier schon um die eben erwähnten Infektionsketten, um die halt zu unterbrechen. Deshalb wahrscheinlich auch das positive Rating, weil ich sage, ich finde das jetzt auch von der Funktion, ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Gerade wenn man viel Menschenkontakt hat, das trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt für Technik-YouTube-Nerds zu, die den meisten Kontakt immer noch mit einer Maus pflegen. Aber zum Beispiel für Gastronomen, ja, da ist das natürlich schon durchaus vom Vorteil. Weil da ist schon nicht schlecht, wenn der Kellner oder der Koch irgendwie Hinweise dann bekommt, ob er nicht eventuell vielleicht mal zum Arzt gehen sollte. Und dafür ist so eine Corona-Warn-App hier durchaus vom Vorteil. Wie die App funktioniert, die Risikoermittlung, die sollte aktiviert sein. Und dann tauschen die Smartphones, also euer Smartphone und dann alle Leute, die sich halt in der Reichweite eures Bluetooths befinden, die tauschen dann Codes aus. Und ja, das sind Zufallscodes und ja, sie sind verschlüsselt und nein, die Codes enthalten keine Rückschlüsse auf eure Person, keine persönlichen Daten, nicht eure Namen, Geburt und natürlich Vorfahren bis zur 13. Generation zurück, damit man euch auch eindeutig identifizieren kann. Nein, das sind einfach nur Zufallscodes. Und die sind auch noch verschlüsselt, dass es halt keiner abfangen kann, was aber auch irgendwie keinen Sinn machen würde, ganz ehrlich. Die Daten, die werden auch dezentral gespeichert. Das heißt also nicht zentral, sondern auf eurem Smartphone. Und zwar 14 Tage lang. Und wenn sich dann innerhalb dieser 14 Tage herausstellt, dass eine Person, der ihr über den Weg gelaufen seid und die natürlich auch diese App hier auf dem Telefon installiert hat und dann eingestellt hat, dass infiziert ist, die App findet das nicht von alleine raus, werdet ihr benachrichtigt. Ja, pass auf, du hattest an den Tag mal Kontakt mit einem Infizierten gehabt. So, und dann kann man ja zum Arzt gehen und
kann ich auch sagen, hier, ich bin eventuell auch infiziert, weil ich habe da einen entsprechenden Hinweis bekommen. Man kann sich untersuchen lassen, wenn man sich dann herausstellt, dass man infiziert ist, stellt man wiederum sein Smartphone ein. Hey, mich hat's auch getroffen. Ich bin darüber sehr unglücklich. Und dann bekommen wiederum andere User, die man halt mal getroffen hat, eine entsprechende Warnung auf ihren Smartphone, damit die wiederum zum Arzt gehen können, damit die dann feststellen, hey, mich hat's auch erwischt und immer so weiter. In vorauseilender Umsicht ist das Robert-Koch-Institut auch gleich auf eventuelle Kritik eingegangen. Wie die Daten sicher bleiben. Die Corona-Warn-App soll uns zwar täglich begleiten, sie wird uns jedoch nie kennenlernen. Dadurch kann sie niemanden verraten, wer wir sind. Der Datenschutz bleibt über die gesamte Nutzungsdauer zu 100% gewahrt. Keine Anmeldung, es müssen keine E-Mail-Adressen und keine Namen hinterlegt werden. Und ja, gut, die könnten hier jetzt auch Blödsinn schreiben. Aber wenn keine Anmeldemaske kommt, wo ihr eure Daten eintragen könnt, dann kommt auch keine Rückschlüsse auf Identitäten. Bei einer Begegnung mit einem anderen Menschen tauschen die Smartphones nur Zufallscodes aus. Diese messen, über welche Dauer und mit welchem Abstand ein Kontakt stattfindet. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf Personenstandort zu. Und Freunde, ganz ehrlich, das würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Also es ist schon sinnvoller, was hier steht. Punkt 3. Dezentrale Speicherung, das habe ich ja gerade gesagt. Die Daten werden nur auf dem Smartphone gespeichert und nach 14 Tagen gelöscht. Und im Übrigen, es gibt Möglichkeiten, sowas auch zu prüfen. Also wenn die jetzt hier wirklich euch über den Tisch ziehen wollen und eigentlich die Daten im Hintergrund verschicken. Ich glaube, ganz ehrlich, das wird eine der Apps sein, die am meisten überprüft wird von entsprechenden Geeks und Nerds, beziehungsweise umgangssprachlich auch Spezialisten genannt. Also, weil ganz ehrlich, wenn diese Corona-Warn-App hier eigentlich eine verkappte Spionagesoftware ist, das bekommt auf jeden Fall jemand raus. Keine Einsicht für Dritte. Letzter Punkt. Sowohl die Personen, die eine nachgewiesene Infektion melden, als auch die Benachrichtigten sind nicht nachverfolgbar. Nicht für die Bundesregierung, nicht für das Robert-Koch-Institut, nicht für andere User und auch nicht für die Betreiber der App-Stores. Ja, na gut, das ist ja wohl klar. Wir melden nichts an die Bundesregierung, aber an Google. Dazu fühlen wir uns verpflichtet. Also, alles natürlich Blödsinn. Wie gesagt, das, was hier steht, das macht auch irgendwo mit am meisten Sinn. Schön. Version 1.0.0 aktualisiert. Okay, ist interessant. Hier, schon über 1 Million Downloads. Das geht übrigens hardcore schnell voran. Ja, ist unglaublich. Das ist nur der Play Store. Veröffentlicht am 12.06. Das war erst gewesen. Und hier App-Berechtigung sicherlich für die meisten interessant. Weitere Informationen, da muss extra draufklicken. Da kommen wir jetzt hier auf Kamera, Bilder und Videos aufnehmen und dann noch Sonstiges. Vordergrund, Dienst ausführen, auf alle Netzwerke zugreifen, Netzwerkverbindungen abrufen, Ruhezustand deaktivieren, Kopplung mit Bluetooth-Geräten durchführen und beim Start ausführen. Also Autostart, ja, Bluetooth-Berechtigung brauchen wir natürlich, ist ja klar. Ruhezustand deaktivieren wird wohl auch notwendig sein, damit das Ganze eben funktioniert. Vordergrunddienst ausführen, das wird auch klar sein, auf Netzwerke zugreifen, Netzwerkverbindungen abrufen lediglich. Also das sieht mir hier alles wirklich sehr harmlos aus. Hier nochmal in die App-Übersicht, damit ihr jetzt keine auf die Idee kommen, die haben irgendwelchen Blödsinn erzählt und schaut euch was mal an. Das ist ja wohl unglaublich übersichtlich. Hier auch, ja, da stand es ja schon Berechtigung 6, also was wir jetzt eben halt auch gelesen haben, steht hier ja jetzt auch nochmal Berechtigungsverwaltung. Es ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Ich sehe da jetzt nichts Verdächtiges oder Gefährliches. Erst recht erkenne ich hier irgendwie keine Tracking-App, deren Aufgabe es ist, uns zu überwachen. Hier die App mal gestartet bisher. Noch gar nicht gestartet und deshalb sind wir jetzt hier auch in dem Willkommen, beziehungsweise los geht's, Bildschirm, da habe ich richtig Bock, gemeinsam gegen Corona zu kämpfen. Mehr Schutz für Sie und uns alle. Mit der Corona-Warn-App durchbrechen wir Infektionsketten schneller. Ach, ich bin total motiviert, wenn ich das lese. Die App merkt sich Begegnungen zwischen Menschen, indem ihr Smartphone verschlüsselt, Zufallscodes austauschen und zwar ohne dabei auf persönliche Daten zuzugreifen. Los geht's, Datenschutz. Wer stellt Ihnen diese App zur Verfügung? Auch sogar mit Adresse. Robert-Koch-Institut Nordufer 20 in 13353 Berlin. Kann mal vorbeigucken und fragen, ob die das wirklich programmiert haben. Und ganz ehrlich, den Rest, ihr wisst Bescheid, das wird hier direkt im Einrichtungsassistenten praktisch angezeigt. Ich lese euch das jetzt alles nicht vor. Es ist auf der einen Seite jetzt zu viel für das Video, auf der anderen Seite ist es jetzt aber nicht zu viel, als dass man sich das mal in einer ruhigen Minute auf den Lokus mal durchlesen kann. Wie Sie die Risikoermittlung ermöglichen. Um zu erkennen, ob die Infektionsrisiko vorliegt, müssen Sie die Risikoermittlung aktivieren. Darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Och meine Güte, das ist mir jetzt aber auch langsam zu lang. Wir machen einfach ja, sonst funktioniert der Spaß nämlich nicht. Benachrichtigungen zu möglichen Begegnungen mit Covid-19-Infizierten aktivieren. Ja, natürlich, ja, sonst macht das jetzt zumindest für uns nicht wirklich Sinn. Falls Sie Corona-positiv getestet werden, teilen Sie es bitte über die Corona-Warn-App mit, freiwillig und sicher, für die Gesundheit aller. Ja, wie gesagt, das funktioniert natürlich sonst nicht. Wenn das keiner machen würde, dann würde die Corona-App ja immer nur positive Meldungen ausgeben, beziehungsweise eigentlich in dem Falle gar nichts, was ja wiederum bedeutet, dass es positiv ist.
Also, Freunde, funktioniert natürlich nur, dass wenn einer infiziert ist, das dann auch wirklich eingibt. Und ich meine, da das alles anonym ist, muss man jetzt nicht irgendwie fürchten, gleich gekündigt zu werden, weil man, was ich, in der Gastronomie arbeitet. Ihre Mitteilung wird zuverlässig verschlüsselt, über einen sicheren Server weiterverarbeitet. Die Personen, deren verschlüsselten Zufallscode Sie gesammelt haben, erhalten nun eine Warnung und Informationen darüber, wie Sie weiter vorgehen sollen. Ja, da steht da mit Sicherheit drin, keine Ahnung, dass man sich selbst isolieren soll und Kontakt abbrechen zu einem, den man kennt. Unbekanntes Risiko. Da Sie die Risikoermittlung noch nicht lange genug aktiviert haben, konnten wir für Sie keine Infektionsrisiko berechnen. Ja, ist ja klar, ich habe das Ding gerade installiert. Wurden Sie getestet? Informieren und mitmachen? Helfen Sie mit, die Infektionskette zu durchbrechen und informieren Sie andere. Wenn Sie Corona-positiv getestet wurden, können Sie andere warnen. Wenn Ihnen für einen positiven Testbefund eine TAN mitgeteilt wurde, können Sie diese für die Registrierung des Tests nutzen. Wenn Sie keine TAN haben, können Sie diese telefonisch anfragen. Das ist sinnvoll. Warum? Naja, ihr wisst, wie es ist. Es gibt so unfassbar viele Trolle da draußen, die einfach nur aus Spaß dann sich das Programm installieren bzw. die App und dann halt eintragen, dass sie positiv getestet wurden. Einfach nur halt ein bisschen Ärger im Netzwerk zu sorgen. Deshalb bekommt man hier eine TAN und wird man wahrscheinlich nur bekommen, wenn man entsprechend positiven Bescheid vom Arzt hat, sonst kriegt man die nicht, damit die App hier nicht einfach von Trollen missbraucht wird. Und häufige Fragen. Naja, oh, kann man so wieder durchlesen, das Video ist uns so unglaublich kurz. Warum haben wir eine Corona-Warn-App? Das kann man sich eigentlich denken. Was macht die Corona-Warn-App? Das ist ein bisschen mehrfach durchgegangen. Wie funktioniert die Corona-Warn-App? Das mache ich jetzt nicht nochmal. Bin ich verpflichtet, die Corona-Warn-App zu installieren? Das ist schon mal ganz interessant, weil, naja, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, aber das war ja auch, ja, Pflicht und muss, sonst kriegt man keinen Job und was weiß ich nicht alles. Nein, Sie entscheiden selbst, ob Sie die App nutzen wollen. Die Nutzung der Corona-Warn-App ist freiwillig und dient Ihrem persönlichen Schutz sowie dem Schutz Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ziel ist es, die Infektionsketten, aber das hätten wir eigentlich auch schon im Großen und Ganzen gehabt, aber trotzdem jetzt hier nochmal direkt von bundesregierung.de. Nein, diese App ist nicht verpflichtend und da das nicht überprüft werden kann, weil hier keine, ihr habt es ja nun gesehen, keine persönlichen Daten hinterlegt werden, ist auch nicht überprüfbar, wer die App verwendet und wer nicht. Warum sollte ich die Corona-Warn-App nutzen? Ach komm, Leute, das ergibt sich doch jetzt schon aus dem, was bereits geschrieben wurde. Die tragen dazu bei, aktiv die Eindämmung der Pandemie, nein, was denn sonst? Ist das hier für Erstklässler gemacht, das FAQ? Wer steht hinter der Corona-Warn-App? Oh, kommt schon, das war schon fünfmal. Welche Voraussetzungen werden benötigt? Naja, vermutlich ein Smartphone. Ja, es gibt einen Server, der verteilt nur die Meldungen. Wie werden Datensicherheit und so gelöst? Ach, wir haben schon alles durchgelesen. Jetzt wird's langsam. Zu langweilig. Okay, wir sind noch mal kurz durchgegangen. Also im Großen und Ganzen aus technischer Sicht sehe ich da jetzt nichts Gefährliches drin. Vielleicht, also wie gesagt, ihr könnt gerne in den Kommentaren diskutieren. Aber ohne Aluhut. Und falls jetzt einer die App auseinandergenommen hat und hat gemerkt, okay, wow, die hat jetzt im Hintergrund, macht die doch irgendwas, wovon keiner wusste. Und Google Play Store weiß davon auch nichts und Apple Store weiß natürlich davon auch nichts. Und ihr könnt eine sachliche, beweisgeführte Argumentation gerne unten in den Kommentaren droppen. Ja, wenn ihr Erfahrungen mit der App habt, habt in den Kommentaren, habe ich Informationen vergessen. Ihr wisst wohin, ihr wollt einen Daumen nach oben da lassen und wisst nicht mal wohin, weil der einfach mal übrig ist. Ah. Na dann, ihr werdet bestimmt irgendeinen so kleinen Technik-YouTuber mit 28.000 Abonnenten finden. Ja. Und ja, Kanal abonnieren könnt ihr natürlich auch gerne. Aber dann geht's eher um die Technik an sich. Und nicht um die Corona-Apps. Ich vermute mal, dass es eh die letzte ist. Ach, ich kann euch nur mal kurz zeigen, was passiert, wenn man Corona eingibt. Corona-Datenspende. What the hell? Corona-Check-Screening. Covid-19-Symptom-Tracker. Covid-19. Die ganzen Bewertungen. 2,2, 3,3, 3,5, 2,6. Was haben wir hier noch? Covid-19. Das steht sonst gar nicht dazu. Coronica, dein Corona-Tagebuch. Liebes K-Tagebuch, heute habe ich wieder Corona-Buchstabensuppe gegessen. Das war super lecker. Was haben wir noch? WHO-Info. Oh, da haben wir 4,2. Also wieder was Richtiges. Und OpenWHO Knowledge for Health. Ist sowas Ähnliches. Schön. Aber eigentlich, na gut, eigentlich nur überschaubar. Ich dachte, es kommt noch Corona-Tetris und Super Mario im Corona-Style und alles Mögliche. Hauptsache, steht Corona irgendwo im Titel. Okay, gut, reicht für heute. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Denkt dran, Zweitkanal, da kommt diese Woche noch ein neues Video. Rätseln mit Samin und eigentlich will ich das jetzt noch machen, aber ist ja so furchtbar spät. Ach, neues Lockpicking-Video. Also, nee, das mache ich wirklich morgen. Das reicht für heute. Ich habe nämlich Post bekommen vom Lockpicking Lupo und da ist ein Schloss drin. Das werde ich für euch öffnen. Wird ziemlich spannend. Wenn ihr den Zweitkanal sucht und in der Videobeschreibung, da findet ihr überhaupt auch so einige Links, um mich zu unterstützen. Wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.